Der US-Senat hat Präsident Obama aufgefordert, sich noch nicht auf den strafrechtlichen Umgang mit Folterfällen festzulegen. Er solle zuerst die Untersuchung im Kongress abwarten. Obama hatte CIA-Mitarbeitern Straffreiheit zugesichert und zudem Details über umstrittene Verhörmethoden aus der Regierungszeit seines Vorgängers veröffentlicht. Für beides erntete er Kritik. Gestern nun stattete Obama der CIA-Zentrale einen Besuch ab. Entweder die Mitarbeiter der CIA sind auch diesmal wieder Meister der Tarnung und des Bluffs, oder sie haben sich echt gefreut, ihren Präsidenten zu empfangen. Obama bei der CIA, nicht unbedingt ein Heimspiel. Seine Veröffentlichung der Folter-Memos hat den Geheimdienst schwer getroffen. Und so lässt es sich CIA-Chef Panetta auch nicht nehmen, noch bevor der Präsident zu Wort kommt, ungewöhnlich deutlich zu werden. This is a time. Es ist die Zeit des Nachdenkens, nicht der Rache. Wir sollten auf keinen Fall zu viel Zeit und Energie darauf verschwenden, alte Rechnungen zu begleichen. Obama verteidigt die Enthüllungen. Das meiste sei eh in der Presse gewesen und man müsse aus den Fehlern lernen. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, Amerika ist stärker und sicherer, wenn wir nicht nur unsere Macht einsetzen, sondern auch unsere Werte. Dazu gehört auch das Rechtsstaatsprinzip. Doch er bleibt dabei. Strafrechtliche Konsequenzen für die Täter soll es nicht geben, und das, obwohl immer mehr Details bekannt werden. So soll Khalid Sheikh Mohammed, der mutmaßliche Drahtzieher des 11. September, binnen eines Monats fast 200 Mal der Wasserfolter unterzogen worden sein. Obama muss handeln, um glaubwürdig zu bleiben, sagen immer mehr Kritiker. Wenn er schon den CIA-Leuten verspricht, sie nicht zu belangen, könnte er wenigstens die einstigen Befehlshaber ganz oben angehen. Aber diese Leute will Obama auch nicht belangen. Unter anderem aus der Tradition heraus, dass eine neue Regierung nicht zu stark die alte angreift. Fragt sich nur, welches Prinzip höher steht: politische Gepflogenheiten oder Menschenrechte.